Servus, heute zahlen der Erich und ich, wie man Grisko macht, weil überall, wo wir hinkommen, reden wir die Leute an wegen einem Grisko. Ich kriege überall sackelweißes Grisko. Also, ich habe da in der Küche, die Kästen sind alle leer, die sind voll mit Gris. Und jetzt gehen wir es an. Da drinnen ist ein halber Liter Milch, das ist eine ganz frische Nachtmilch, die hole ich mir in der Nacht, doch, den sie nicht freiwillig hergeben. Dann ist das die Küchenwaage, also da ist 500 Milliliter, das ist ein halber Liter Milch. Da tue ich einen Teller drauf. Mit deinem Teller wird dann gleich gegessen, das ist sparsam natürlich auch. Da drücke ich auf 0 jetzt, jetzt ist da 0 und jetzt nehme ich 80 Gramm Grieß. Je mehr Grieß das man nimmt, desto dickflüssiger wird das Ganze. Man kann auch weniger nehmen. Ich nehme halt 80 Gramm, weil 80 Kilo wäre mein Wunschgewicht, was ich habe. Und der Hund will auch schon wieder Grieß, aber der kriegt keins. Der Hund kriegt kein Grieß. Also 80 Gramm, wie gesagt, mein Wunschgewicht. Und 500 Milliliter, das ist ungefähr das Gewicht, was ich bei der Geburt gehabt habe. So, jetzt kommt Zucker rein. Achso, aufdrehen, Vollgas. Wenn man die Milch an Zucker reingibt, mein Finger drücke kein Gerät. Wenn man die Milch an Zucker reingibt, brennt sie zu leicht an, ehrlich. Aber mehr wird zwar aber nicht, wenn der Figur. Wenn man will, schlank werden. Ja, ich wusste auch, Grisko, gefällst du schon? Ich? Na, danke. Wieso nicht? Na. Tja, und jetzt? Weißt du was? Heute ist es wurscht. Heute ist Feiertag. Was ist heute für Feiertag, Erich? Freitag ist heute. Feiertag. Ein bisschen Butter tue ich auch. Was ist denn das für Butter? Teebutter. Ja, natürlich. Ja. Haben wir jetzt Werbung gemacht? Ja, wir kriegen ja nichts dafür, können wir machen. So, jetzt ist es halt deppert, dass das halt dauert jetzt. Das ist halt die Zeit, wo man eigentlich, vielleicht erst 51 kurz, dass man das. Ja, aber da kannst du in der Zwischenzeit irgendwas machen dann, bevor das da. Was kommt ich machen? Ein Liegestütz oder was? Ja, Sit-Ups oder was? Moonwalk. Von Michael Jackson Moonwalk. Ach so, nein. Ne, Moonwalk. Ich muss doch die Haxen schwimmen. Ja, das ist ein Moonwalk. Okay. Das war jetzt auch so, aber das war halt. Damals, in meiner 70er Jahre, wie das Album rausgekommen ist, habe ich ja als 18-Jähriger in den Dungeon gegangen und habe das gelernt. Du warst ja gar noch nicht auf der Welt. Das Album ist ja nicht 1971 rausgekommen. So, okay, wir müssen da weiter. Was genau du, Erich? Eine Prise Salz tue ich auch rein. Warum? Keine Ahnung. Steht in einem Rezept. Also, ein halber Liter Milch, das sind 2 Portionen für einen normalen Menschen. Für ganz schlanke sind es 4 Portionen und für mich ist das so ein Snack, damit der Appetit angeregt wird. Halber Liter Milch, ein bisschen Butter, ein bisschen Salz, Zucker nach Bedarf, nach Gefühl, wie es jeder will. 80 Gramm Grieß. Grieß kann man nehmen, was man will. Ich kriege einen Geschenktiver, wo ich hinkomme. Wenn ich heute in den Trafik zum Beispiel gehe und kaufe dort einen Rubel, weil ich bin rubellossüchtig und ich kaufe mir alle Quartal 2 Rubellose. Und also alles, was kontinuierlich ist, ist ja dann eine Sucht. Und wenn ich dort jetzt hingekriege, sicher einen Grieß. Heute. Oder? Ja, ich glaub's da. Oder nein? Pass auf, Scheiß, geht los, es wird spannend. Die Spannung steigt. Da kannst du wieder zurück, so spannend wird es jetzt auch noch nicht, oder? Nein, jetzt kannst du schon umrühren. Okay, nein, jetzt rühre ich um. Ja. Ja. Weil das raucht schon, den Dunstabzug kann man auftragen, wenn man will, aber in Zeiten wie diesen lässt man lieber einen Dampf von alles im Haus. Jedes Gramm Hitze. Die Stille, man hört nie die Wilma. Ja, man muss beim Kochen die Ruhe genießen können, das ist ja wichtig. Wilma. So, ja. Kannst vielleicht so abfüllen, so. So, schön, und dann kann man in Grieß, nicht auf einmal, sonst wird er so klumpig. Man kann auch mit so einem Schneebesen, das, oder wie man das sagt, so da ist. Ich tue mir ein bisschen rein, schau, ein bisschen, dann umrühren. Und was ist denn ein Grieß? Ein Grieß. Das sind die Reste vom Weizen. Die bleiben über. Die will keiner. Na, was ist denn, sagst du? Na, ich frage, ich bin hier Koch. Na, wieso muss ich das alles wissen? Na ja, die Zuschauer wissen. Na ja, die Zuschauer müssen es auf Wikipedia schauen. Und je länger man es kocht, desto dicker wird es auch.
So, wenn es jetzt so ist, kann man es ausdringen. Nein, es war schwer jetzt nicht ausdringen, das war sich die Zunge. Schau, jetzt kocht und hier zerrieren. Ständig rühren. Sonst brennt es auch. Dann tue ich mir gleich einen Becher her. Ist eh einfach ein Grisko. Wie lange dauert es wieder? Weil da sieht man dann eigentlich genau, wie lange es das dauert. Plus 30 Sekunden circa für das Vorbereitungszeit. Ach so, das sicher nicht, aber jetzt schaut es um die 6 Minuten, sieben. Naja, das ist nichts, oder? Bei der Verpackung steht über 10 Minuten bei den Rezepten. Wenn wir das jetzt in 8 Minuten geschafft haben, sind wir quasi Rekordhalter im Grisko erzeugt. Ja. Möhrebrät. Und muss man jetzt links den Löffel dran oder rechts? Oder, das oder? Ist abwechseln. Ach so. Das ist für alle, was dabei ist. Und was war denn das für Salz, was du da reingegeben hast? Meersalz. Meersalz, da ist aber schon Plastik drin. Ja, dafür ist es so cremig. Das Plastik schmilzt und macht das Cremige auf der Zunge aus. Ah, ja, also das ist toll, ja. So, jetzt drehe ich den Ofen an. Ich drehe das ein bisschen auf. Kochen mit Manuel. So, und jetzt lade ich das da rein. So, und den Rest da. Nichts angebrannt drin, das ist auch wichtig. So, und jetzt kommt eine Prise Zimt drauf. Den Becher da, den trinke ich extra. Das ist ja kein Paprika. Ach so, nein, jetzt Zimt. Dann Zimt. Und jetzt ist wichtig, da kommt ein bisschen Marmelade noch drauf, aber nicht viel wegen der Figur. Und dann nimmt man einen kleinen Löffel, tut es da rein und serviert das Ganze mit der Marmelade dazu servieren, weil das sollte sehr ungefähr ausgehen. Man macht das halb-halb die Mischung immer. So, ich wünsche euch Mahlzeit, das ist jetzt mein Mittagessen und ich wünsche euch Mahlzeit, genießt die Mittagspause. Ehrlich, willst du auch was sagen in der Mittagspause? Gibt keine Pause. Es gibt keine Pause. Tschüss, grüß euch. Oh, das ist was.